Begrüße euch. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Vielleicht ganz kurz zur Vorstellung. Mein Name ist Alexander. Ich bin von Beruf Dolmetscher und hobbymäßig als Podcaster unterwegs. Ist zwar jetzt noch nicht der Vortrag von Dirk, aber es trägt sich so zu, dass ich auch auf Englisch podcaste, überwiegend. Hat aber jetzt mit dem Thema nichts zu tun, das vielleicht nur nebenbei. Ich habe zwei Podcasts, die sich beide im weitesten Sinne mit Sprache beschäftigen. Der eine heißt LangFM und das sind eher so gebaute Stücke. Das mache ich im Wesentlichen mit Ultraschall. Und der andere ist geht eher so in Richtung Laber-Podcast mit zwei Kollegen. Und da ist mein Workflow eigentlich jetzt fast hundertprozentig mobil. Und da kam so ein bisschen die Idee, eigentlich auch für den Workshop. Ich hoffe, dass wir das so ein bisschen interaktiv auch machen können. Oder falls ihr da auch Erfahrungen und Ideen habt, wäre das natürlich auch ganz interessant. Jetzt kann man natürlich immer die Frage stellen, warum muss man das jetzt unbedingt auf dem Smartphone machen oder auf dem Tablet? Da könnte man jetzt darauf antworten, erstens, warum nicht? Es geht ja und es geht eigentlich auch ganz gut. Zum Zweiten kommt natürlich so der ganze Faktor Mobilität nochmal rein. Klar, so ein kleines Laptop ist schon, oder MacBook ist halt auch sehr nett und auch sehr portabel. Aber ganz extrem ist das natürlich noch mal portabler und ist ein iPad natürlich auch noch mal portabler als ein Laptop, auch was das ganze Zubehör angeht. Deswegen, ist so die Motivation halt einfach, auch weil es Spaß macht. Natürlich kann man das genauso gut auch mit Ultraschall oder was auch immer machen. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, worüber man sprechen könnte. Ihr könnt mich aber auch gerne jederzeit unterbrechen, nachfragen oder was auch immer. Ich will das jetzt nicht so sehr vortragsmäßig machen. Nur mal als Struktur hatte ich mir das Ganze so ein bisschen überlegt, aufzuteilen in Hardware und Software. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Hardware an. Vor allem im Zusammenhang mit der Aufnahme eigentlich stellt sich ja erstmal die Frage einen Hinweis muss ich noch machen. Das ist jetzt vielleicht etwas Apple-fokussiert sozusagen. Das hat damit zu tun, dass das einfach meine bevorzugte Plattform ist. Vieles lässt sich vielleicht so auch auf Android anwenden. Und wenn ihr da jetzt auch nochmal Anregungen habt, nehme ich die auch gern mit. Deswegen war es eigentlich auch als Erfahrungsaustausch im Programm angegeben. Also zum Thema Mikros. Gehen wir da vielleicht gleich mal direkt rein. Habe ich jetzt mal so die drei gängigsten Modelle hier mal aufgeführt. Zum einen natürlich die traditionelle Klinke, zum Beispiel hier dieses Ansteckmikro von Rode, dieses SmartLav, was vor allem mit so einem Handy natürlich ganz gut funktioniert. Da macht uns natürlich Apple jetzt wieder einen Strich durch die Rechnung, weil die irgendwie finden, Klinkenbuchse ist doof, wollen wir nicht. Sodass man dann halt ziemlich oft sich mit diesem Adapter hier wieder anfreunden muss, entweder für den Lightning-Port oder für den USB-C jetzt in den allerneuesten Geräten. Die kosten dann auch nochmal um die 10 Euro, ist natürlich ärgerlich, aber nur um zu sagen, falls euer Smartphone jetzt keine klassische Klinkenbuchse hat, müsst ihr die Dinger jetzt nicht wegschmeißen, sondern kann man natürlich über solche Adapter nach wie vor noch realisieren. Dann zum Zweiten die USB-Mikros, habe ich mal das heiß geliebte und heiß gehasste Blue Yeti hier mal als Beispiel genommen. USB-Mikros kann man auch anschließen, geht auch über Adapter, die ähnlich aussehen wie diese, habe ich jetzt leider gerade nicht dabei, also über so einen ganz klassischen USB-Adapter. Über den kann man halt nicht nur eine Kamera anschließen oder einen USB-Stick mit Fotos oder Videos, die man importieren kann, sondern auch verschiedenes Zubehör, USB-Keyboard funktioniert und USB-Headsets oder USB-Mikros im Wesentlichen auch, muss man ein bisschen testen, hängt halt auch davon ab, wie viel Strom und so was die unter Umständen noch brauchen. Für XLR-Mikrofone, das wäre ja dann so die dritte Kategorie, gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Man kann das benutzen, das wurde im Sendegate auch mal ausführlich diskutiert. Falls euch das interessiert, könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Ist im Prinzip auch so ein Y-Adapter auf Klinke. Willkommen in Dongletown, wo man halt das XLR-Mikrofon auch ganz normal anschließen kann. Und hier ist es zwar jetzt mit Speaker notiert, aber hier könnte man dann halt einfach Kopfhörer fürs Monitoring noch mit anschließen, wobei das dann halt nicht direkt aus dem Mikrofon übernimmt, sondern erst noch den Umweg über das Gerät geht. Aber funktioniert auch und funktioniert halt auch mit dem allseits beliebten HMC 600, hau mich tot, Headset. Ebenfalls. Also das vielleicht zum Anschluss von Mikros.
Dann stellt sich natürlich in dem Zusammenhang gleich noch die Frage mit den Interfaces. Der Udo, der vor mir hier den Workshop gemacht hat, hallo, einfach noch reinkommen, da sind auch noch Plätze da, der den Ultraschall-Workshop gerade gemacht hat, hatte hier dieses kleine Behringer dastehen, dieses Xenix, weiß die Nummer jetzt nicht, ein oder zwei Kanal. Das funktioniert auch. Also sobald man den USB-Adapter hier oder so ein komisches Dock hat, kann man das natürlich genauso gut anschließen. Günstiger ist es dann immer, wenn das Interface natürlich seine eigene Stromversorgung mitbringt, weil hier nicht unbedingt dann genug Strom rausgeht. Aber das funktioniert genauso gut und ich habe es jetzt leider mit einem Zoom oder so noch nicht ausprobiert mit dem H6, weil ich keinen habe, aber ich vermute, dass das dann genauso anschließbar ist. Ja, hat jemand vielleicht Erfahrung? Oder? Ja. Ja, dann hat man wieder das Problem, dass man dann halt keine individuellen Kanäle hat. Ja. Oder man könnte, wenn man jetzt nur zwei Leute hat, könnte man es eventuell durch Stereo aufsplitten machen. Ja, okay, gut zu wissen. Ja, das ist natürlich ein Problem mit vielen Interfaces, wahrscheinlich auch mit größeren USB-Pulten oder so, dass man unter Umständen nur das Stereo-Signal bekommt. Und es gibt halt auch softwareseitig jetzt noch nicht so viele, die tatsächlich mehrere Spuren unterstützen. Soweit ich weiß, ist es GarageBand unterstützt mehrere Spuren über ein USB-Interface. Also wenn ihr jetzt so einen 3- oder 4-Personen-Podcast habt, das würde dann gehen. Finde ich nur zum Schneiden nicht so nett, aber gut, funktioniert auch. Muss man dann halt einfach ein bisschen probieren. Das ist sowieso so ein bisschen der Slogan, wenn man mobil podcastet, muss man einfach viel ausprobieren. Dann wollte ich noch was sagen zu den SD-Karten, weil wir es ja gerade schon vom Zoom hatten. Ich benutze ganz gern diesen Tascam hier, so auch so für Atmo und dergleichen. Jetzt hat man natürlich das Problem, dass man hier, was heißt das Problem? Also man zeichnet natürlich ganz klassisch auf die SD-Karte auf. Jetzt hat man das Problem, dass das iPad oder auch das iPhone halt bewusst so eingestellt wird sozusagen, dass das Gerät zwar weiß, was eine SD-Karte ist, aber irgendwie so tut, als gäbe es außer Videos und Fotos keine anderen Dateien. Das heißt, es gibt auch da wieder so ein spezielles Dongle, so ein Adapter, habt ihr vielleicht gesehen, wo man jetzt von der Kamera Videos und Fotos reinladen kann, erkennt aber halt keine Sounddateien. Da gibt es auch wieder extra Geräte. Ja, man muss ein bisschen masochistisch veranlagt sein wahrscheinlich. Das, was ich ganz gern benutze, ist dieses kleine Ding hier, nennt sich FileHub von einer Firma namens RevPower. Die machen auch viel so Battery Packs und sowas. Und das kann eigentlich ziemlich viel. Also man kann es auch als Mini-Powerbank benutzen, so für ein kleines Top-Up reicht das auch. Dann hat man zusätzlich hier auf der Seite, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, also sowohl einen USB-Anschluss als auch einen Ethernet-Anschluss. Das heißt, ich könnte jetzt, wenn ich in so einem Oldschool-Hotel bin, was nur Kabel hat, aber kein WLAN, könnte ich mir jetzt das Ethernet-Kabel hier anschließen und damit halt so einen kleinen WLAN-Hotspot erstellen, könnte damit surfen. Und sobald ich diesen Hotspot benutze, ist jetzt egal, ob der Internet hat oder nicht, spielt keine Rolle, habe ich aber auch Zugriff auf Dateien. Ich kann also über diesen USB-Port hier so einen kleinen USB-Stick oder auch eine USB-Festplatte anschließen und kann dann halt über diesen Hotspot via App zum Beispiel direkt vom iPhone oder iPad, Android, was auch immer, auf die Dateien auf diesem USB-Stick zugreifen. Das ist jetzt natürlich von der Geschwindigkeit her nicht so schnell, wie wenn ich das jetzt direkt anschließen würde. Aber sagen wir mal, wenn wir jetzt kein riesen Video-Editing machen, sondern Sounddateien haben, ist das durchaus machbar. Und um den Bogen zur SD-Karte wieder zu schließen, ich kann halt hier, seht ihr vielleicht, ne, auch eine SD-Karte reinwerfen und habe dann halt auch über die App Zugang auf die Dateien, die auf der SD-Karte lagern. Also da ist jetzt natürlich ein bisschen ein Workaround, aber darum geht es hier ja auch. Aber damit habe ich die Möglichkeit, dann trotzdem zuzugreifen auf die Dateien aus dem Zoom zum Beispiel. Und vielleicht noch so ein bisschen originellere Verwendungsart wäre halt das Tablet als Second Screen. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal benutzt hat. Es gibt ja so diverse Programme, wo ich jetzt das iPad per USB-Kabel oder sogar drahtlos quasi als zweiten Bildschirm benutzen kann. Ja, könnte ich mir jetzt also neben das MacBook stellen oder neben meinen Windows-Laptop, gibt es auch. Man hat dann einfach nochmal ein bisschen zusätzliche Bildschirmfläche zur Verfügung, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Laptop, was weiß ich, nehme ich jetzt einen Ultraschall auf und will aber irgendwie noch mein Chat-Window oder sowas oder das Google Doc daneben haben, könnte man damit auch machen.
Das vielleicht so zum Thema Hardware ganz kurz. Achso, mit den Dateien ist es natürlich auf Android alles viel einfacher. Da braucht man nur so ein kleines Adapterkabel, nennt sich USB on the go. Und gibt es mit dem klassischen Micro-USB oder vermutlich auch mit USB-C. Da stecke ich einfach meinen USB-Stick rein, fertig und habe direkt Zugriff. Also dann habe ich nicht das Problem mit diesem WLAN-Gerät hier. Genau, so zur Hardware noch. Hat noch jemand was zu ergänzen oder eigene Erfahrung schon gemacht? Sonst würde ich einfach nochmal auf die Software rüberkommen. Da kann ich dann auch noch was Praktisches zeigen. Habe ich die Farben ein bisschen schlecht gewählt. Ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann hier. Gehen wir es mal chronologisch vielleicht durch. Ja? Würden wir jetzt mal anfangen mit der Aufnahme. Da gibt es jetzt eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Aus meiner eigenen Erfahrung jetzt mit diesem Podcast, den ich mit zwei anderen noch zusammen mache. Ich bin bei uns so der einzige Podcast-Technik-Nerd. Die anderen sind normale Leute. Deswegen ist der Spielraum ein bisschen begrenzt mit StudioLink und so weiter, obwohl das eigentlich super einfach zu bedienen ist. Ich habe es versucht, ging irgendwie nicht. Wir haben dann verschiedene Sachen durchprobiert. Es gibt ja so webbasierte Plattformen wie Zencaster oder Cast oder so, kennt ihr vielleicht. War alles nicht so doll, funktioniert auf dem iPad auch nicht so gut. Skype hatte damals noch keine Aufnahmefunktion, hat aber jetzt, glaube ich, eine. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand getestet hat, wie der Klang da ist. Und dann weiß ich auch nicht, ob es auf dem mobilen Gerät funktioniert. Wir sind dann letztlich bei Zoom hängen geblieben. Ist, glaube ich, inzwischen auch ganz gut bekannt. Ist eigentlich wie Skype, nur viel geiler. Zoom unterstützt also auch Video- oder Audiokonversationen mit, ich will nicht sagen beliebig vielen Leuten, aber auf jeden Fall mehr als ausreichend für so einen kleinen Podcast. Das heißt, wir wählen uns da alle ein. Wir nehmen auch mit Video auf, weil wir festgestellt haben, dass der Blickkontakt irgendwie doch ganz, ganz nett ist, um so das Übersprechen zu vermeiden und so weiter. Und Zoom hat halt die nette Funktion, dass man aufzeichnen kann direkt in der Software. Und zwar habe ich die Option, in der Cloud aufzuzeichnen. Das ist halt das, was ich mobil nutze. Wenn ihr das jetzt auf dem Laptop oder Desktop benutzt, könnt ihr direkt auch auf dem Gerät aufzeichnen. Was auch immer noch mal ein ganz nettes Fallback ist, aber die Cloud-Aufzeichnung tut es auch und funktioniert halt auch mobil. Das heißt, da könnte man jetzt, wenn man wirklich hundertprozentiges Vertrauen zu dem Dienst hat, auch gänzlich ohne Fallback-Lösung aufnehmen. Manchmal habe ich dann trotzdem das MacBook noch dabei und mache dann auf dem MacBook noch mal eine Backup-Aufnahme mit Hijack Pro oder mit QuickTime, was auch immer. Das geht auch. Und das Schöne ist halt, dass man individuelle Spuren bekommt aus Zoom. Das heißt, ich habe jetzt nicht einfach nur eine Stereoaufnahme mit allem zusammen, sondern habe auch individuelle Tracks. Auch wenn wir Gäste haben, dann bis zu 4 oder 5 einzelne Tracks, die ich dann bearbeiten kann. Also das gefällt mir ganz gut. Ich habe auch das Gefühl, dass der Sound ein bisschen besser ist als bei Skype, weil da nicht ganz so viel interveniert wird. Ansonsten, wenn man jetzt nur selber aufnimmt, ja, sorry. Zu Zoom noch eine Frage. Ja. Es gibt eine kostenfreie Variante. Jetzt bin ich ehrlich gesagt überfragt, wie das mit der Aufnahme ist, ob das in der kostenlosen auch schon dabei ist. Ah, ist zeitlich limitiert, okay, ja. Die haben halt begrenzten Speicher dann in dem Cloud-Angebot. Ja. Bei den verschiedenen Spuren, das ist jetzt, kriegst du nur Videospuren und nimmst dann die Audiodatei raus? Nee, du kriegst das alles separat, das finde ich halt sehr nett. Genau, du kriegst, bei Video kannst du sogar nochmal unterschiedliche haben, ob du jetzt sozusagen alle Sprecher in einem Frame haben willst oder ob du individuelle Sprecher haben willst, das geht, kannst du auch auswählen. Und du kriegst einzelne Tracks, also du kriegst sozusagen alles einzeln ausgeworfen und du kriegst sogar noch eine Kopie vom Chat. Also Zoom hat auch so einen Chat, den wir manchmal benutzen, so für welches Thema machen wir als nächstes zum Beispiel. Und dann kriegst du auch eine Textdatei für den Chat. Also finde ich sehr nett. Ja, ich benutze die erste Stufe, die kostet irgendwie, ich glaube, 12 € im Monat oder so. Dann hat man auch ein bisschen mehr Speicherplatz und so. Ja. Aber zum Ausprobieren ist die kostenlose Version reicht völlig aus, genau. Das Ganze könnte man natürlich jetzt auch mit FaceTime, WhatsApp oder was auch immer machen. Das habe ich jetzt bloß mal noch als Beispiel hier drin. Dann wollte ich noch was sagen, genau zu den Aufnahmen, wenn man jetzt wirklich nur alleine irgendwas aufnimmt oder vielleicht ein Voice-Over macht oder ein Intro oder was auch immer.
Das kann ich natürlich direkt auf dem Gerät machen. Zu den Mikroanschlussmöglichkeiten hatte ich ja schon was gesagt. Was die Apps angeht, so gibt es ja auf jedem Smartphone eigentlich irgendeine Voice-Memo-Funktion, die auch ganz gut funktioniert, von der Qualität her auch völlig ausreichend ist, meine persönliche Meinung. Und die Voice-Memo-Funktion auf iOS hat halt den Charme, dass sie inzwischen halt nicht nur einen Zeitstempel macht und das Datum, sondern man kann das auch so einstellen, wenn man das möchte, Hashtag Datenschutz, dass er zum Beispiel auch den Standort mit ablegt. Das heißt, unter Umständen weiß ich dann auch noch, wo ich das aufgenommen habe. Das kann manchmal ganz hilfreich sein, wenn man irgendwo vor Ort unterwegs ist. Die Auphonic-App kennt ihr hoffentlich auch alle. Die gibt es ja auch sowohl für iOS als für Android. Die ist natürlich ganz schick, weil man beispielsweise diese ganzen Parameter einstellen kann. Die hat zum Beispiel beim iPhone, kann man sich dann aussuchen, wenn man jetzt kein externes Mikro angeschlossen hat, welches der vielen eingebauten Mikrofone man verwenden will. Das kann manchmal ganz sinnvoll sein. Und dann natürlich Auflösung und Qualität und sowas kann man auch regulieren und kann es dann halt auch gleich mit dem eigenen Auphonic-Account verknüpfen und gleich was hochladen, wenn man das will. Genau. Das sind so vielleicht die wichtigsten Sachen. Und dann würde ich zu Ferrite, zu meiner Schnittsoftware, gleich noch was sagen, wenn wir zum Thema Schnitt kommen. Genau. Haken wir vielleicht den Rest noch schnell ab. Ich weiß nicht, wie viele von euch so Google Docs oder Etherpad oder sowas ähnliches benutzen, halt für Skripte oder irgendwie Vorbereitung von Episoden, machen wir ganz oft. Bei uns ist halt die Einleitung immer wirklich gescriptet, die wird also vorgelesen und dann haben wir für den ganzen Rest im Prinzip nur so eine lockere Themenliste. Dann kann man natürlich auch Chatprogramme nutzen. Das ist jetzt so ganz nett, wenn man es als Second Screen hat, um mit den Hosts, also muss dazu sagen, wir machen das immer remote, weil wir alle in unterschiedlichen Städten sitzen. Wenn man natürlich um den Tisch rum sitzt, braucht man das ja logischerweise nicht. Und dann ist es natürlich auch ganz nett einfach für Skripte, wenn man jetzt vielleicht ein gebautes Stück hat oder auch als Teleprompter, was nicht so sehr bekannt ist. Textverarbeitungsprogramm auf dem iPad oder auf dem iPhone, das Pages, hat jetzt auch so einen Teleprompter-Modus, heißt nur irgendwie anders, fällt mir gerade nicht ein, das heißt irgendwie automatisches Scrollen oder so, wo halt der Text sich einfach nach oben bewegt. Das ist manchmal ganz nett, wenn man so ein Skript aufnehmen muss, kann man dann benutzen. Das ganz kurz noch dazu. Zu Musik will ich jetzt auch nicht so viel sagen, da gab es ja heute noch einen anderen Workshop, aber man kann natürlich in GarageBand, je nach Kompetenz, meine liegt da gegen null, aber es gibt Leute, die können das echt gut, einfach so ein bisschen selber Musik auch produzieren oder so ein Musikbett. Genau. Kommen wir dann vielleicht einfach mal zum Schnitt, weil da wollte ich das mal so ein bisschen am praktischen Beispiel zeigen. Die App, die ich dafür benutze, nennt sich Ferrite. Sieht dann so aus. Ihr seht schon, dass das hier diesen Soundausschlag hat. Ich kann hier also direkt auch aufnehmen, hatte ich gerade schon gesagt, entweder mit dem eingebauten oder mit einem angeschlossenen Mikrofon. Kann hier auch mit diesem kleinen Kopfhörer-Icon zum Beispiel das Monitoring dazuschalten, kann den Input-Gain noch verändern, auch ganz praktisch. Ich benutze es aber eigentlich tatsächlich im Wesentlichen zum Schneiden. Und in der Mediathek gibt es im Wesentlichen zwei Kategorien. Ich habe also einzelne Audiodateien und ich habe Projekte. Das heißt, ein Projekt ist genau wie bei Ultraschall oder was auch immer, halt dann das Ganze drumherum, wo ich dann den eigentlichen Schnitt mache. Importieren geht super einfach. Tippe ich einfach hier oben auf dieses, was ist das, irgendwie so ein Maulschlüssel oder sowas und kann hier eben Audio importieren. Ich kann jetzt einfach aus meinen Dateien mir das ziehen. Ich kann mir Musik ziehen aus iTunes, wenn ich die Rechte dafür habe. Dazu will ich jetzt mal nichts sagen. Und weil du gerade Videos ansprachst, ich könnte jetzt auch mir ein Video rausziehen und mir das in Audio konvertieren lassen. Beziehungsweise macht er das, glaube ich, sogar automatisch. Wenn ich mir also ein Video ziehe, nimmt er automatisch das Audio, sodass ich das Audio bearbeiten kann. Was weiß ich, ihr habt jetzt irgendwie eine Vorlesung aufgenommen und wollt aber das Audio schneiden oder was auch immer. Genau. Mache ich jetzt mal nicht, weil ich hier genug drin habe. Vielleicht den Rest noch. Gibt dann diverse Einstellungen. Also die Qualität kann man einstellen. Man kann dann, ja, wie man den Bearbeitungsmodus am liebsten haben will. Und natürlich die Exportqualität, auch ganz wichtig, kann man hier alles einstellen. Und dann habe ich hier eben diese Hauptübersicht mit meinen einzelnen Dateien und den Projekten. Gehen wir vielleicht einfach mal in so ein Projekt rein. Das sieht dann eigentlich so aus, wie man sich so eine DAW vorstellen würde. Vielleicht ein bisschen vereinfacht jetzt für, sagen wir mal, so ein Touchgerät. Habe ich also jetzt hier meine unterschiedlichen Spuren. Die drei obersten Spuren sind die
Podcast-Teilnehmer, das da unten ist Musik, sieht man da, das ist kräftig komprimiert da. Und dann habe ich hier die üblichen Bedienelemente, die aber hier, sagen wir mal, ein bisschen touch-optimiert sind. Ich habe also kein Mute, Solo und so weiter, sondern nur diesen Lautsprecher. Wenn ich den einmal antippe, wird die Spur stumm geschaltet, wird auch so ein bisschen grau schattiert, dann sehe ich das so gleich im Überblick. Oder mit dem Stern hier kann ich sie auf Solo schalten. Dann habe ich hier wiederum die Einstellungen, wo ich jetzt auch nochmal stumm schalten kann oder Solo schalten kann. Ducking ist auch drin, kann ich gleich nochmal ganz kurz zeigen. Ich habe diverse Effekte, die entweder auf dem iPad schon vorinstalliert sind, die Ferrite mitbringt oder die man sogar auch nachinstallieren kann. Also es hat so eine ähnliche Infrastruktur wie auf dem Mac, so eine Plugin-Infrastruktur, die man auch bei Ultraschall nutzen könnte. Habe ich die üblichen Sachen, also Equalizer, Kompressor und so weiter, was man braucht. Was noch? Ich habe auch Automation, da will ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Also ich kann mir halt auch zum Beispiel so Lautstärke-Kurven malen oder Effektintensität und so weiter. Zeige ich jetzt mal nicht. Das wäre so das Wichtigste. Ich habe hier direkt auch das Volumen, was ich einstellen kann und natürlich das Panning. Ich weiß jetzt nicht, wofür das UMP steht. Ja, kann ich halt von links nach rechts legen, wenn es Stereo ist, glaube ich. Genau. Naja, und dann gehe ich im Prinzip einfach rein und schneide mir das zurecht. Man kann das jetzt, glaube ich, hier nicht hören, weil, oder ihr könnt es im Raum vielleicht hören. Probieren wir es mal. Also da hört man jetzt auch schon, dass die drei oberen Spuren sind im Prinzip hier der Ducking-Auslöser und Musik wird dann jeweils runtergeregelt. Das kann ich mir dann auch einstellen. Hier im endgültigen Mix, da kann ich also auch nochmal Effekte auf alles legen und habe dann hier die Einstellungen für das Ducking. Also dann habe ich die ganzen Parameter, wie schnell soll es reagieren und so weiter und so fort. Was haben wir noch in dem Mix? Ich kann jetzt, das ist ein neues Feature, kann mir das auch schon so einstellen, dass die einzelnen Spuren lautstärkemäßig schon ein bisschen angepasst werden, damit man da nicht so starke Kontraste hat. Genau. Bearbeiten kann ich sowohl mit der Hand, ganz normal, kann ich also Sachen auswählen, kann die jetzt hier kürzer ziehen. Ich kann jetzt hier auch schneiden, beispielsweise einfach mit so einem Fingerzeig quasi. Habe natürlich auch Undo und Repeat, die ganzen üblichen Sachen. Was mir halt sehr gut gefällt, ist, dass ich jetzt hier auch einfach so reinzoomen kann, einfach mit diesen üblichen Fingergesten, kann mir die Spuren größer und kleiner ziehen, je nachdem, wie viel Überblick ich jetzt brauche beispielsweise. Was ich auch sehr nett finde und was mir immer fehlt, wenn ich dann bei dem anderen Projekt in Ultraschall arbeite, ist das Strip Silence, das ist halt ganz nett, gerade für Sprachpodcasts, wenn jetzt längere Sprecherpausen sind, weil gerade jemand anders spricht. Hier habe ich das jetzt gerade schon drin, sorry, vielleicht kann ich das mal woanders zeigen. Nehmen wir mal das Stück hier vorne. Hier sieht man ja, da sind relativ viele Pausen drin. Und mit diesem Strip Silence spare ich mir jetzt halt die Arbeit, diese ganzen stummen Stellen rauszuschneiden. Ich kriege jetzt hier direkt so eine Vorschau angezeigt und kann mir jetzt halt sozusagen einstellen, wie scharf soll das jetzt quasi schneiden, wie groß sollen da die Pausen sein und so weiter. Mache dann einfach fertig und dann habe ich hier die ganzen einzelnen Stücke halt nur dort, wo wirklich auch Ton drin ist. Das mal da rückgängig machen, weil das gerade ein aktuelles Projekt ist. Genau, und dann kann ich eben im Prinzip reingehen, schneide mir das zurecht, bis das passt. Weil wir jetzt in dem Workshop vorhin mit der Nora Hespers drüber gesprochen haben, das ist ja bei Podcasts schwierig, mit dem Reinhören. Bei dem Podcast hat sich das irgendwie mal etabliert, dass wir am Anfang so Outtakes machen, das ist das, was ihr jetzt gehört habt. Die Intro-Musik geht also irgendwie, ich glaube, knapp eine Minute. Und wenn ich jetzt den Podcast schneide, habe ich sozusagen immer, wenn ich jetzt irgendwie eine nette Stelle höre oder irgendwie eine witzige Reaktion oder so, kopiere ich mir das einfach und lege mir das da ganz unten auf die unterste Spur, deswegen ist die hier frei. Das heißt, dann habe ich unten ganz am Ende sozusagen diese ganzen einzelnen Tonbausteine übrig und kann dann am Ende mit dem Gegenteil von Strip Silence sozusagen das nicht auseinanderziehen, sondern mir alles zusammenschieben. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie der Fachbegriff davon ist, wenn es jemand weiß. Ich kann sozusagen die Pausen zwischen den einzelnen Soundschnipseln rausmachen, hol mir diese ganzen einzelnen Dinge zusammen, setz mir die in die richtige Reihenfolge und dann habe ich halt hier am Anfang im Prinzip diese Outtakes. Und das heißt, wenn jetzt jemand wirklich nur in die erste Minute reinhört, kriegt er zumindest schon mal so einen ungefähren Einblick vom Thema oder wieso die Atmosphäre ist in dem Podcast. Das vielleicht nochmal nebenbei.
Und dann kann ich hier auch die Metadaten gleich schon eingeben. Das heißt, den Titel, den Untertitel. Ich kann dann Dateinamen für den Export vergeben, kann dann hier auch nochmal einstellen, in welchem Exportformat will ich das haben. Also ich könnte jetzt auch gleich die endgültige MP3 zum Beispiel mir hier rausziehen. Ich kann meine Autoreninformationen hier hinterlegen, sogar die Lizenz finde ich auch ganz nett. Links und so weiter. Und sogar auch das Artwork, also man könnte jetzt die Coverart auch schon direkt in die Datei mit reinladen, was ja auch nicht schlecht ist. Und da fällt mir ein, dass ich noch was vergessen habe, und zwar die Kapitelmarken. Das mache ich ganz gern bei längeren Episoden, dass ich halt dann hier sozusagen so eine Kapitelmarke lege. Da gibt es ja eigentlich ein sehr nettes Interface an der Seite und ich kann ja auch auswählen, ob ich die Marken an der Zeitleiste fixiert haben will. Das heißt, sollen die immer direkt den Zeitstempel behalten oder will ich sie an meine Audiostückchen koppeln, was natürlich dann sinnvoll ist, wenn ich da nochmal irgendwie umbaue und was hin und her schiebe. Geht super einfach, ich mache einfach das Plus, dann setzt er mir sozusagen dort, wo der Cursor gerade ist, die Marke rein und dann kann ich hier einfach mit dem I reingehen und kann mir das benennen. Wäre jetzt hier die Marke 1, kann jetzt noch angeben, soll das auch zum Inhaltsverzeichnis hinzugefügt werden. Ich kann den Link eingeben, also wenn ich jetzt, hat man ja viel jetzt in den aktuellen Podcast-Playern, dass ich dann direkt auf den Link klicken kann. Und ich könnte jetzt sozusagen für das Segment auch nochmal ein extra Artwork vergeben oder irgendwie ein Foto oder was weiß ich. Genau, und dann kann ich mir hier meine Liste exportieren. Meine Liste anlegen und später auch exportieren. Das war ein freudscher Versprecher. Das wäre jetzt nämlich sozusagen der letzte Schritt. Wenn ich jetzt fertig bin mit dem Schnitt, muss ich das ja auch irgendwie wieder rauskriegen. Da habe ich jetzt natürlich so mein übliches Sharing-Menü. Das heißt, ich könnte jetzt Sachen zu Google Drive ziehen oder was weiß ich, mal im Slack was teilen. Und dann gibt es aber nochmal eine ganze Reihe von Ferrite-spezifischen Aktionen. Die sind hier ganz hinten. Da kann ich halt das Exportergebnis auch nochmal abspeichern, mir den Zielordner aussuchen, könnte das jetzt auch nochmal in eine andere Datei ziehen, duplizieren und so weiter. Das Archivieren ist ganz gut, weil ich natürlich die alten Projekte jetzt nicht die ganze Zeit auf dem iPad haben will, dann ist irgendwann der Speicher voll. Ich kann mir ein Archiv machen, wo sozusagen sowohl die Original-Audiodateien drin sind, als auch die ganzen Projektinformationen, wo ist welcher Schnitt und so weiter. Das kann ich mir dann halt auf meine externe Festplatte ziehen oder was auch immer. Für so wiederkehrende Projekte kann man sich auch ein Template machen oder eine Vorlage, wo schon das ganze Artwork drin ist, der übliche Titel, die Mitwirkenden und so weiter. Ich kann es als Video speichern, weiß nicht, warum man das machen wollte, aber die Möglichkeit gibt's. Könnte jetzt ein Stereo-Projekt nach Mono konvertieren, kann mir auch die ganzen Kapitelmarken nochmal extrahieren, falls ich die jetzt zum Beispiel in, was weiß ich, Auphonic oder so als Text oder als JSON brauche. Geht auch. Und das kann man wahrscheinlich hier nicht sehen, weil der Kontrast zu niedrig ist. Ich kann auch einzelne Spuren freigeben. Das habe ich jetzt neulich mal getestet. Das ist ganz nett, wenn man das Multitrack-Feature von Auphonic benutzen möchte. Dann kann man sich die einzelnen Spuren rausziehen und hat ja dann, weiß nicht, wer das verwendet in Auphonic, hat ja dann die Möglichkeit, da im Auphonic auch nochmal sozusagen für die Tracks einzeln die ganzen Parameter festzulegen. Das geht also auch. Genau. Und das ist Ferrite. Ist halt jetzt wirklich optimiert für Podcasts und Spoken Audio sozusagen. Man könnte natürlich auch viel in GarageBand machen, was ja meistens schon vorinstalliert ist. Aber das ist natürlich eher für eher so für Musikprojekte geeignet und so weiter. Deswegen benutze ich das Ferrite sehr gern. Die Basisversion ist auch kostenlos und je nachdem, was man dann an Zusatzfeatures haben will, sind dann da auch nochmal ein paar Euros zu blechen. Aber ich finde, die sind es absolut wert. Vielleicht jetzt abschließend nochmal zu dem Segment, wollte ich nochmal den Faden aufgreifen von Nora, auch gerade mit dem Social Media bekannt machen und so weiter, weil es da in der Tat auch ein paar ganz nette Apps gibt. Man hat natürlich so die üblichen Social Media Apps wie Twitter, Facebook und so weiter, ganz klar. Was wir ganz gern benutzen, sind diese Apps wie Hootsuite oder Buffer, wo man halt jetzt auch sozusagen Posts schon vorbereiten kann und die werden dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gepostet oder einfach der Reihe nach aus so einer Queue raus. Das finde ich ganz nett. Wir bereiten halt manchmal dann den Social Media Post schon vor, wenn der Podcast zu einem bestimmten Zeitpunkt live geht, dann kommt halt zum gleichen Zeitpunkt auch automatisch so ein Post. Hier ist der Link, unsere neue Episode ist da und so weiter. Was ich vielleicht noch mal ganz kurz zeigen will, ist Canva. Es sei denn, das kennen schon alle, dann kann ich das auch einfach weglassen. Ist das
bekannt, so einigermaßen. Canva finde ich halt sehr nett für Grafikerstellung. Das funktioniert natürlich genauso gut auch im Chrome-Browser. Und ich glaube, da gibt es halt auch sogar noch ein paar mehr Funktionen als in der mobilen App. Aber sagen wir mal so, die Basic Features sind ja alle da. Und es ist im Wesentlichen so ein Grafikprogramm, wo ich halt gerade für Social Media oder irgendwie für Publishing-Zwecke schon alle möglichen Vorlagen habe und mir Sachen basteln kann. Also ich habe zum Beispiel das Podcast Artwork habe ich hier auch gemacht drin. Ich habe also Zugriff auf erstmal unterschiedliche Grafiken, Formen, was auch immer, unterschiedlichste Schriftarten und dann natürlich auch so Icons oder ja Emoji oder halt, wie heißt das jetzt? Ja, Icon, also dieses Radio-Icon hier zum Beispiel, wo ich dann halt reingehen kann, wo ich auch die Farben ändern kann. Also es ist wirklich schon sehr nett. Kann es natürlich jetzt auch mit Fotos kombinieren, wenn ich jetzt Fotos habe auf dem Gerät und so weiter. Das ist also das Podcast Artwork. Dann habe ich hier zum Beispiel auch mal so ein Hintergrundbild gemacht für diese Audiogramme. Das ist auch das, was Nora vorhin erzählt hat. Also im Prinzip so eine Grafik, wo dann die Hüllkurve da so lustig tanzt, damit das Auge auch was zu tun hat beim Zuhören. Das benutzen wir eigentlich auch für fast jede Episode, um so einen kleinen Auszug dann zu veröffentlichen. Das vielleicht nur mal, um das zu zeigen. Man kann sich auch, wenn jemand auf YouTube unterwegs ist, kann man halt auch diese YouTube-Thumbnails und so weiter machen. Und vielleicht nur in dem Zusammenhang nochmal eine letzte App, die ich ganz schick fand, weil nämlich diese Headliner-App, die leider nur eine Web-App ist, die funktioniert nicht zumindest nicht auf dem iPad und nicht auf mobilen Geräten. Aber es gibt eine App, wo man hier auch solche zitternden Sachen machen kann. Die nennt sich Visible. Ist, glaube ich, auch kostenlos. Also hier sieht man auch, dass sozusagen mit dem Audio sich da immer irgendwas bewegt. Und hier gibt es eigentlich sehr nette Vorlagen. Die fand ich zum Beispiel ganz nett mit diesem Horizont, weil dann halt die Audiokurve auch direkt so auf der Horizontlinie läuft. Man kann natürlich jetzt hier ein anderes Bild hinterlegen. Dann kann ich da den Text ändern und so weiter. Nur um vielleicht mal kurz zu zeigen. Das ist auch zum Teil so ein bisschen psychedelisch hier, aber ich finde es halt eigentlich ganz nett. Die nennt sich Visible, WZBL. Ich schreibe das, glaube ich, hinterher auch alles nochmal in das Sendegate rein. Damit man die Links da auch nochmal nachvollziehen kann. Achso, und ich weiß jetzt nicht, ob alle von euch bei Podigy sind, aber es gibt eine sehr schöne Podigy-App. Die ist, glaube ich, von dir, kann das sein? Also ich habe daran gearbeitet. Du hast daran gearbeitet, also insofern großes Daumen hoch nochmal, ich benutze die sehr gerne, wo man halt auch den Podcast verwalten kann. Jetzt habe ich hier gerade keine Internetverbindung. Jedenfalls sehr schön für diejenigen von euch, die bei Podigy unterwegs sind. Genau, und das wäre es eigentlich schon. Aphonic funktioniert auch prima im Webbrowser, kann ich hier an der Stelle nochmal sagen, also für die fleißigen Aphonic-Nutzer. Genau, und jetzt wollte ich noch ein bisschen Zeit zum Austausch lassen, falls ihr noch Fragen habt oder selber noch Erfahrungen weitergeben wollt. Ich habe eine Frage. Ja. Bei Ferrite, wenn du da die Kapitel, soll ich... Ja, für die Welt da draußen. So, bei Ferrite, wenn man da die Kapitelmarken exportiert, du hast vorhin gemeint, das wäre in Textformat. Welches Format steckt da dahinter? Ist das dieses MP4-Chaps oder wird das dargestellt? Also wie sieht so eine Datei aus? Also die funktioniert bei Auphonic, hast du gesagt? Oder also ja, ich glaube, man kann dann einfach Copy-Paste machen in das Auphonic-Feld, glaube ich. Also vom Format her ist das der Zeitstempel und dann der Name und der Link. Ja, das ist dieses MP4-Chaps. Das ist MP4, okay. Das ist es, glaube ich. Und das zweite wäre, welche Aufnahme oder welche Schnitt-Apps hast du noch ausprobiert und warum hast du sie verworfen? Oder warum jetzt die? Ich glaube, ich habe gar nicht so viele ausprobiert. Ich fand die einfach so gut, dass ich dabei geblieben bin. Ich habe es mal in GarageBand versucht, aber das ist halt irgendwie echt optimiert für Musik. Also du musst ja erstmal 20.000 Sachen ausschalten, das Metronom und diesen ganzen Kram. Das war mir irgendwie fand ich irgendwie blöd. Und das ist halt echt für Podcaster auch optimiert. Deswegen bin ich da gleich bei geblieben. Und ich glaube, dann abgesehen von GarageBand und Ferrite gibt es auch gar nicht mehr so viel. Es gibt also irgendwie noch eins Aura oder so. Hokusai 2 heißt das. Das ja. Habe ich mir noch angeschaut. Das ist hat zumindest mehr
ein größeres Free-Programm als Ferrite. Ja, das Hokusai ist von demselben Entwickler, ist aber, glaube ich, eher so für kürzere Sachen gedacht oder echt für Musik. Das hatte ich auch mal getestet, aber ja, ich glaube, das ist nicht so unbedingt für Podcasts. Also geht wahrscheinlich auch. Audacity geht ja auch, aber das heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht noch was Besseres gibt. Die erste Frage ist, du nimmst über diese Zoom-Funktion auf. Hast du jemals darüber nachgedacht, dass jeder auf seinem eigenen Phone aufnimmt und ihr das dann nachher zusammenschmeißt? Stichwort von Apogee, gibt es diesen Meta-Rekorder. Hat das du oder irgendjemand mal ausprobiert, ob das taugt, ja, um das also dann zu synchen? Also zu der ersten Frage, ich nehme mich auch immer lokal auf. Meine beiden Co-Hosts konnte ich irgendwie noch nicht so richtig davon überzeugen. Die sind ein bisschen faul und nicht so technikaffin. Aber ich arbeite dran, gerade weil das dann eigentlich eine gute Kombination wäre mit dem Zoom, wenn man dann noch die lokale Aufnahme hat. Dieser Apogee Meta-Recorder ist also erstens eine sehr gute Aufnahme-App und zweitens, glaube ich, auch sehr gut geeignet für so Lokale, ne? Wenn man so lokal zusammensitzt, weil man da mehrere Mobilgeräte quasi synchronisieren kann. Genau, das wäre vielleicht nochmal ein guter Tipp für diejenigen, die das irgendwie lokal mal ausprobieren wollen. Die erkennen sich dann irgendwie über Bluetooth oder WLAN, ne? Ja, wahrscheinlich. Die kriegen so Zeitstempel und dadurch können die sich dann synchronisieren. Genau, und dann kann man das aufnehmen. Ich muss sagen, ich habe in Sachen jetzt Audio Drift oder so eigentlich nie große Probleme gehabt. Also ich mache halt, ich gucke am Anfang, mache ich so diese Synchronisierung, dann haut das eigentlich meistens ganz gut hin. Aber unsere Episoden sind auch meistens nicht länger als 75, 80 Minuten. Bei so einem 3-Stunden-Podcast ist es dann vielleicht auch nochmal was anderes. Aber die Apogee kann ich sehr empfehlen, die ist gut, das stimmt. Ja. Ich habe noch eine Frage zu der Hardware. Mhm. Ich bin ein großer Fan von diesem Smart Love. Also für das Format kannst du immer bei dir haben, großartige Qualität. Was mich ein bisschen wahnsinnig macht, und vielleicht ist das ein ganz einfach lösbares Problem, kennt jemand oder hat jemand das Ganze schon mal über Bluetooth gefahren, beziehungsweise kennt jemand irgendein sinnvolles Bluetooth-Mikrofon, was auch zum Beispiel mit dem iPad funktioniert? Audio geht auch an alle, ne? Ja. Natürlich auch. Also ich glaube, Audio-Input über Bluetooth gibt es nicht, soweit ich weiß. Also du müsstest es dann irgendwie auf SD-Karte oder so aufnehmen, keine Ahnung. Ich frage mich immer, warum? Warum ist das kein Markt? Ich glaube, da ist die Bandbreite ist einfach zu klein, oder? Ja. Naja, aber mit jedem Headset beim Telefonieren mache ich ja genau das. Also das scheint mir jetzt nicht so Rocket Science, ne? Ja, mit den AirPods würde das ja auch gehen, ne, mit den Drahtlosen, aber die Qualität ist einfach Schrott. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich weiß es, weißt du es vielleicht? Beim normalen Stereo-Protokoll, was zum normalen Musikhören verwendet wird, da wird schon sehr viel Kompression gemacht. Mhm. Und es fehlt fürs Mikro einfach da der Rückkanal. Das heißt, in dem Standard ist nie ein Mikro vorgesehen gewesen. Ich weiß nicht, ob das mit Bluetooth 5 irgendwie mal noch kommt, aber da ist wahrscheinlich der Anwendungsbereich zu klein. Ja. Das ist möglich, aber... Also was es halt gibt, sind ja so Handheld-Mikrofone mit Speicherkarte oder so, wo du direkt ins Mikro aufnimmst. Und dann hast du halt aber natürlich auch wieder die Speicherkarte oder halt dann so alles, was in Richtung Funkstrecke geht, aber so direkt drahtlos ins Gerät, wüsste ich jetzt nicht. Aber dann kannst du natürlich auch einfach das Ding ins Gesicht halten und ein Voice-Memo aufnehmen, das würde natürlich auch gehen. Dann hast du es zumindest direkt im Gerät. Dann finde ich, ist die Parallelaufnahme auf zwei Geräten schon fast wieder einfacher. Ja. Ne? Weil genauso mit diesen Workarounds mache ich das heute auch mit Funkstrecken. Mhm. Aber ich finde halt diesen mobilen Ansatz so wenig wie möglich mit sich zu führen, den finde ich so charmant. Und wenn ich mir vorstelle, Telefon habe ich immer dabei, die Smart Love, Lavalier-Mikrofone, das ist nichts. Und wahrscheinlich ist dann der geringste Aufwand, wirklich noch ein zweites Gerät mitzunehmen und ein zweites Smart Love und die dann zu synken. Ne? Total, ja. Also könnte man natürlich auch für so Gesprächsformate im Gehen oder sowas benutzen. Ja. Es gibt von Rode mittlerweile auch so einen Adapter, der heißt SC6L, glaube ich. Und der hat einen Lightning-Anschluss und dann kann man zwei Smart Loves dran machen. Und ist der neue, genau. Ja. Und über die Interview-App kann man dann einstellen, ob die zwei Kanäle auf eine Spur oder zwei gehen. Und das wird auch für die Sprachmemo-App sich gemerkt. Das ist sehr charmant, das stimmt. Ja. Das gibt es auch direkt so als Kit zu kaufen, ne, glaube ich. Das ist sehr nett. Ja. Zum Preis einer Immobilie.
Also es ist kein Schnäppchen, aber es geht, wenn man es häufiger braucht. Also ich meine, es ist natürlich, gerade wenn du jetzt mit Leuten zu tun hast, die das einfach nicht mögen, so ein Biodynamic oder HMC aufzusetzen mit weiß nicht alles, ist es natürlich nicht. Ja. Aber so ein Zweier-Mikrofonset gibt es auch jetzt, sagen wir mal, nicht von Rode, allerdings ja. Mit Klinke gibt es auch separat. Das kostet dann, ich glaube, um die 15 Euro oder so weiter. Und das ist gar nicht so schlecht. Da gibt es auf Amazon so ein paar Nachahmer, ja, die sind wahrscheinlich auch okay, genau. Gut. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann kann ich euch 5 Minuten früher in die Pause entlassen oder zum nächsten Workshop. Danke fürs Kommen.